Viel Glück haben wir uns gerade zu Silvester ganz oft gewünscht. Viel Glück wünschen wir uns oft zu besonderen Anlässen. Viel Glück am Geburtstag, viel Glück zur Hochzeit, viel Glück für die nächste Prüfung. Aber Glück ist so eine Sache, nach dem suchen wir alle, aber niemand weiß so recht, wie man Glück eigentlich findet. Wie kann man ein glückliches Leben führen? Die einen sagen, Glück muss man sich verdienen. Die anderen sagen, Glück ist Zufall, der eine hat's, der andere nicht. Wenn wir Menschen fragen, was macht sie glücklich, gibt es viele, viele Antworten. Manche sagen, Familie macht mich glücklich, Geld macht mich glücklich, Schönheit, Schokolade, Sicherheit, Freiheit macht glücklich. Aber all diese Dinge können wir nicht wirklich festhalten. Die einen sagen, ich bin reich und es macht mich glücklich und morgen verlieren sie alles. Manche sagen, ich bin gesund und meine Familie ist gesund und morgen kommt irgendeine Diagnose und wirft alles über den Haufen. Nichts davon hat wirklich Bestand. Der Psalmist, der diesen einen Vers geschrieben hat, der dieses Jahr die Jahreslosung ist, sagt, mein ganzes Glück, Gott, ist es, dir nahe zu sein. Er hat Glück gefunden, das außerhalb von dem liegt, was wir auf der Erde finden können, uns erarbeiten können. Er hat ein Glück gefunden, das tiefer geht als alles andere. Er sagt, die Beziehung zu diesem Gott, der mich liebt, der mich geschaffen hat und der das Beste für mich will, das ist mein ganzes Glück. Und ich setze alles daran, ihm nahe zu sein. Und ich setze alles daran, das zu vermeiden, was mich von ihm fernhält. Darin findet er sein ganzes Glück. Es gibt nochmal einen Psalm, der über dieses Glück spricht, diese Beziehung zu Gott zu leben. Das ist der Psalm 16. Wenn euch das näher interessiert, wie man ein Leben führt, das wirklich glücklich macht in der Nähe Gottes, dann lest euch doch den nochmal durch. Ich habe mich sehr gefreut, dieses Jahr mit euch zusammen in dieses Jahr zu starten. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein glückliches Jahr 2014, ganz nah bei eurem Gott. Und ich freue mich schon drauf, viele von euch nächstes Jahr wiederzusehen.